Willkommen im Lager. Ja, und damit wieder willkommen zurück zu Risen 3 und unserer versammelten Piratenallianz, mit der wir jetzt in Richtung Crows Geisterflotte aufbrechen werden. Ich steche einfach mal in See und ja, Lagebericht, komm, machen wir erstmal einen Lagebericht. Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallportale sind zerstört. Meine Flotte ist jetzt groß genug. Es wird Zeit, dass wir diesem Geisterkapitän auf die Pelle rücken. Endlich. So, steuern wir ihn an. So, jetzt ist es soweit. Auf in die Schlacht. So, wo können wir ihn denn ansteuern hier? Wir, Ziel auswählen. Ja. Was? Was soll ich denn jetzt auswählen? Ziel auswählen. Ich kann hier ja nicht irgendwie Crow auswählen. Jetzt bin ich ein bisschen... Ich steuere mal Kieler an. Und ich hoffe, ich steuere jetzt nicht einfach Kieler an, sondern dass ich auf Crows Geisterflotte stoße unterwegs. Das war jetzt gerade ein bisschen... komisch gemacht, muss ich sagen. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Okay, das ist jetzt quasi die Schlacht vom Anfang des Spiels, die wir schon in unserem Traum gesehen haben, komischerweise. Und jetzt geht's auch rund. Ein Schiff mit Schergen, das haben wir ja auch noch nicht gesehen vorher. So, und... Ah, nee, da kommen wir nicht lang. Alles klar. Hier auch nicht. Oder müssen wir da rüber, oder was? Ich halte hier die Stellung. Okay, ausweichen. Was? Das hat uns jetzt umgebracht. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Ja gut, automatisch speichern. Da probiere ich es halt nochmal. Wow, da fliegt so ein Pfosten auf mich. Und da bin ich tot. Was für ein unepisches Ende. Na gut, ich überspringe mal die sämtlichen Zwischensequenzen. Oh Mann, oh Mann. Genau, das auch überspringen. Einfach hier rüberspringen und... So. Jetzt bin ich ja ausgewichen. Jung. Lässt mich ja gar nicht angreifen. Wow. Warum haut er denn so rein? So macht man das. So, kann ich auch speichern hier? Nein, ich kann hier natürlich nicht speichern. Patty braucht meine Hilfe. Was ist los, Patty? Ah, Moment. Ich sollte hier wahrscheinlich auf die Fässer schießen. Oder was? So. Kommt da angerannt. Boah, der macht aber auch Combo-Angriffe hier. Was ist denn hier los? So. Warum? Ich möchte meine Magie auswählen. Hallo? So, danke. So, und jetzt mache ich einfach mal meinen Flächenangriff. Schön, dass Patty aber mitkämpft. Das ist natürlich richtig gut. So,
So, immerhin muss ich hier nicht so nervig mit den Kanonen schießen, wie bei Sebastiano war das, glaube ich. Oh, jetzt haben die hier noch so einen Typen. Ja, geil. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Das ist natürlich... Nein. Oh, sag mal. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen blöd, dass der mich jetzt immer weggeschlagen hat und ich dann somit meinen Angriff nicht machen konnte. Jetzt darf ich natürlich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ah, ja, ja, ja. Ah, diese... Ja, oh Mann, ich darf das echt alles nochmal machen. Wir werden geentert! Hey, pass auf! Ich halte hier die Stellung. Jetzt fällt der Depp nochmal von oben runter. So. Den stoße ich jetzt auch weg. Nein. So. Gut, ich glaube, mit der Knarre bin ich schneller, als wenn ich jetzt meine Magie benutze. Die haben zwar natürlich den Flächenangriff. Ja, Zwischensequenz beenden. So. Warum kann ich denn nicht auf die Gegner zielen? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Man nimmt mir quasi meine Fähigkeit, auf die Gegner zu zielen. Also manchmal ist sie da, manchmal nicht. Okay, das ist natürlich das Blöde, dass ich hier einfach nicht richtig... Moment, ich sollte mich mal messen. Ein bisschen regenerieren, bevor ich hier... Boah! Also ich bin jetzt eigentlich... Mein Lebensenergie ist fast ganz weg. Es sieht zwar gerade so aus, als wäre die voll, aber die regeneriert sich einfach in dem Zeitraum. Das ist ein bisschen ausgegrauter, sage ich mal. Aber, oje, oje, oje. Nein, ach Mann, jetzt greif mich doch nicht immer an. Moment, ich... Oh, jetzt kommt hier schon der Typ. Ich glaube, ich leg mal... Ich habe doch hier Blut 50 und rum 75 lege ich mir mal gerade hier irgendwo drauf. Wo denn? Komm, ein bisschen auf die 4. Der Typ. Oh, jetzt komme ich hier nämlich aus der Ecke nicht mehr raus. Doch, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich hier wieder in der Ecke. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich komme aus der Ecke einfach nicht mehr raus, wenn der mich hier reinhaut. Ach, Junge, Junge. Das ist ärgerlich. Dieser Typ am Ende ist einfach echt ein Problem. Weil ich kann nach vorne nicht an ihm vorbeilaufen. Ich kann aber auch nicht ausweichen dann. Ich darf mich einfach nicht in diese Ecke manövrieren lassen. Das versuche ich jetzt halt nochmal. Ich halte hier die Stellung. Ja, komm, das ist die gefährlichste Falle von allem. Instant Tod. Weißt du, so ein Scherge, der kann achtmal auf mich reinhauen und ich sterbe nicht, ne? Aber wenn einer von oben auf mich fällt, uiuiui. Das ist natürlich bitter, ne? Ah, das ist halt das Problem. Normalerweise würden die mich auch nicht treffen, aber durch diese Gummiband-Methode, dass sie sich irgendwie an mich festhaken, auch wenn es unsichtbar ist, dadurch treffen die einen dann. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja, überspringen. So, jetzt will er seine Waffe nicht wechseln. Das geht schon mal ein bisschen besser als eben. Was ist denn hier mit der Nekromantie? Kann ich die benutzen? Nein. Ich darf mich nicht wieder in die Ecke manövrieren lassen.
Das Doofe ist, kann das auch nicht zwischenspeichern. So, er ist aber tot. Jetzt müsste, glaube ich, Crow kommen, oder? So, erstmal eine Dornenaura auf mich machen. So, Crow müsste eigentlich leicht sein, weil das ist einfach ein ganz normaler humaner Gegner. Der ist auch gleich schon tot. Liegt ein toter Geist. Wie sieht das denn aus? Ja, gut. Jetzt haben wir es auch geschafft. Puh. So, und jetzt... Jetzt sind wir auf Kila. Ja, toll. Weil ich Kila angesteuert habe. Crow ist endlich besiegt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Dort hat das ganze Übel begonnen. Ich wette, dort werden wir auch Necrolot finden. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wäre bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Sehr gut. Das ist die Totenkopfinsel. Das ist quasi das Finale. Da werden wir dann auch als nächstes hingehen. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, ich hoffe, Polly sagt mir jetzt mal was. Kapitän, fleißig! Wenn du das sagst... Polly, passt auf! Erzähl doch noch mal etwas über Pollys Papa und die Höhle. Pollys Papa! Großer Strand! Insel! Das kann überall sein. Welche Insel? Strand! Südosten! Sehr gut. Weiter so. Erzähl mir mehr. Saufkopf! Verdammt. Rasier dich! Ja, Strand und so weiter. Ich hoffe... Ah, der Hort des Bösen. Ja, das ist das mit Necrolot. Habe ich hier denn schon die Quest Pollys Papa? Nein, habe ich nicht. Ich weiß aber, dass es auf Takarigua ist. Das sollte ich dann auch mal ansteuern. Ich gucke jetzt erstmal hier auf Kila nach neuen Zaubern, beziehungsweise bei wem ich die Zauber erlernen kann, bei dem Voodoo-Volk hier. Ich hoffe natürlich, die haben irgendwas Gutes noch in petto, bevor ich da aufbreche. Kann ich noch irgendwas steigern? Einfluss. So, jetzt habe ich dann auch Einfluss auf 40. Jetzt sollte ich nämlich diesen... Was wollte ich da verbessern? Ich wollte doch irgendeinen Skill verbessern. Ich glaube... Nee, war das... Nee, das war nicht Kampfmagie. Na, egal. Auf jeden Fall kann ich nochmal auf... Nee, Magie habe ich zu wenig Punkte. Mache ich nochmal auf Fernkampf. So. Und dann schaue ich mal, welcher Voodoo-Lehrer mir denn irgendwas Gutes noch beibringen kann, bevor ich hier abhaue. Den kann ich nur bestehlen, wenn ich die Skills dafür hätte. So... Hirutu, du hast doch bestimmt schon mal... Bring mir etwas bei. Unverwüstlich. Nein, das kann ich nicht. Zaubersprüche... Nee. Das ist mir zu... langsam. Hirutu, du hast nichts. Was ist denn mit dir, Tenya? Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. So, Voodoo-Magie steigern, ja. Ich möchte die Voodoo-Magie besser beherrschen. Chi, du hast es verstanden. Voodoo-Magie meistern, Einfluss 60. Ich bin noch nicht gut genug. Jetzt habe ich natürlich die Punkte eben verbraten. Die hätte ich natürlich jetzt behalten können. So, was ist das? Ich möchte raffinierter zaubern können. Der Trick ist es. Den Fokus, den dein Selbst auf das Wirken der Zauber legt, mit deinen Bewegungen zu verbinden, Hoshi. Wenn du dich mehr bewegst beim Zaubern, sollte es besser klappen. Probiere es direkt mal aus. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich schneller. Meistermagier. So gut bin ich auch nicht. Was fehlt mir denn dafür? Uiuiui. Fokus. Steigert meine Astralsicht. Mhm, okay.
Moment, ich könnte vielleicht wirklich Blutrausch. Vielleicht ist das wirklich ein guter Zauber für mich. Haben wir hier noch irgendeinen Lehrer? Einen Alchemisten haben wir hier und einen Jäger. Nee, das sind jetzt nicht so die Lehrer, die ich brauche. Gut, dann schaut nochmal am Strand vorbei, denn ich hoffe, die haben... Nee, Leute, der Strand ist ja unten. Beziehungsweise hier. Denn ich brauche Munition. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Ja, hier, ein Pokal. Danke. Ich habe zu danken. Was kann ich da lernen? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ach so, hier kann ich ein bisschen... Was kannst du verkaufen? Na gut, Munition, das ist das, was ich brauche. Bevor ich dann nämlich aufbreche. Und ne, Moment mal, das ist... Was gucke ich denn darum? Das ist doch, nee, das ist sein Inventar, ich wollte schon sagen. Das ist doch nicht das, was ich hier habe. Das habe ich dem alles mal verkauft. Gut, er hat aber keine Munition. Moment, kann ich hier schlafen? Ja. Aber hier drinnen, da gab es doch irgendwas. In diesem schönen Schiffswrack. Oder kommt hier draußen noch jemand? Buddy? Der kann mir was verkaufen. Was kannst du verkaufen? Aber keine Munition. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Na, okay, das sind nur so Diebestalente. Die brauche ich nicht. Der Rum heilt alle Wunden. Mhm. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Zusätzlichen Schaden gegen Meereswesen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich möchte Meereswesen mehr Schaden zufügen können. Alles klar. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Habe ich jetzt ein bisschen spät erst gesehen, dass es das gibt. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Dafür bin ich nicht gut genug. Nein, dafür fehlt mir anscheinend List. Na gut. Habe ich nicht. Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Okay, auch nicht mein... Kein Lehrer für mich. Dann, ja, ich will jetzt nichts vorher vergessen. Ich begebe mich jetzt, glaube ich, einfach mal kurz nach Takarigua zurück und gucke jetzt mal, ob ich jetzt die Höhle da freiräumen kann. Wäre natürlich noch schön, wenn ich das noch hinkriegen würde. Na komm, Patty, komm mit. Hey. Komm mit. Kein Problem. So, zwar schwimme ich da einfach mal direkt hin von hier aus. Wo war das? Das war... Ich glaube hier. Ich meine, Polly hat uns jetzt die ganze Zeit Hinweise gegeben. Ich glaube nicht, dass sie direkt sagt, Takarigua. Also wenn doch, dann würde mich das jetzt wundern. Ich habe gerade keine Zeit, um diese Höhle freizulegen. Ich habe Zeit. Vielleicht später. Ich will da rein. Also es gibt ja auch keine Aufgabe dafür. Ich kann ja jetzt als nächstes einfach hier aufbrechen. Das sind alles nur so Schätze, die ich nicht unbedingt brauche.
Ja, wie mache ich das denn? Bevor ich dann nämlich jetzt aufbreche. Wäre das ja eigentlich mal schön, wenn ich das hier öffnen könnte. Schade. Ich probiere es nochmal einfach mit Polly zu reden, weil wenn ich jetzt wirklich schon zur Totenkopfinsel aufbreche, dann geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich kann die Insel dann noch wieder verlassen. Ich weiß auch nicht, was ich dafür jetzt eigentlich erfüllen müsste, damit das weitergeht. Ja, vielleicht. Naja, gut, ich rede einfach nochmal mit den ganzen Leuten. Ne, mit dem habe ich schon genug geredet. Alles klar, Captain. Ja, mit ihm auch, okay. Schau, ich habe hier einen Trank, der dich sehr leicht fallen finden lässt. Damit siehst du die Gefahr schon sehr früh, bevor sie dich ereilt. Kann sehr nützlich sein. Man nennt es den Blick des Abenteurers. So, ich habe dir nun alles gegeben, was ich konnte. Nun solltest du ein Meister des Unsichtbaren sein. Vielen Dank. Das war mir eine große Hilfe. Chi. Sadek ist auch zufrieden mit dir, Captain. Er wird weiter an deiner Seite kämpfen. Das freut mich. Okay, jetzt haben wir das auch erfüllt. Hat er denn noch was zu sagen? Nein. Warum sind Menschen eigentlich immer so böse, wenn Schaffer in der Nähe? Keiner will sich von dir beklauen lassen. Ganz einfach. Warum so schlimm? Komm schon. Der Unterschied von mein und dein ist dir ja wohl bekannt. Aber Gnome müssen sammeln. Ist wie atmen. Menschen vielleicht irgendwann verstehen. Hier, nimm Gold für gute Taten, Homie. Okay, jetzt kann ich noch mit ihm reden. Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Ich kenne diese Insel. Überall Inquisition. Merkwürdige Menschen, die werden Soldaten. Sie haben viele dumme Regeln. Dürfen nicht schlafen, wenn sie sind müde. Dürfen nur essen, wenn sie bekommen Befehl. Soldaten, Gaga, achten nie genug auf ihr Gold. Schau mal. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Wirklich alles? Ja? Komm, gib schon her. So, ich glaube, mit ihm habe ich jetzt auch alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Habe ich nicht nur irgendeinen Captain oder so hier, mit dem ich reden kann? Hast du nichts zu tun? Doch, ich bin dein Vorgesetzter, also red nicht so mit mir. Jake. Eine Antwort bist du mir noch schuldig. Wie bist du eigentlich dem Tod entkommen? Bin ich nicht. Ein Teil von mir ist schon im Schattenreich. Aber wie ist das möglich? Ich war da. Ich habe deine Leiche gesehen. Tja. Wir folgen einer wandelnden Leiche. Wie ermutigend. Stimmt, Bones hat uns ja wiederbelebt, sonst wären wir ja eigentlich auch tot. Okay, Polly. Rasier dich! Ich segel einfach nochmal woanders hin. Vielleicht muss das irgendwie aktualisiert werden. Komm, Kalador. Hier ist auch jetzt die Totenkopfinsel abgebildet. So, jetzt nochmal. Rasier dich! Nein. Ich habe jetzt halt einfach wirklich die Befürchtung. Also es ist halt so, ich sag's jetzt einfach mal. Wenn ich die Quest mit Polly's Hopper erfülle, kriege ich quasi die letzte Rüstung, die stärkste Rüstung im Spiel. Also zu vergleichen mit der Erzrüstung aus Gothic. Und die kriege ich halt, wenn ich da in dieser Höhle Polly's Papa gefunden habe. Und ich möchte ungern ohne diese Rüstung aufbrechen. Moment, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was sagen. Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Dunkle Herren von Kalador machen Schaffer Angst. Sie wollen kämpfen für das Gute, aber warum müssen sie dabei so schrecklich aussehen? Jaffa versteht das nicht. Wenigstens haben sie immer Gold dabei. Hier, siehst du? Das ist aber schnell gemacht. Schnell alle beklaut. Sadek hat auch nichts mehr zu sagen. Schön, dass es dir gut geht. Danke, ach, dich mag ich, Pirat. Pirat in der dunklen
Robert, der ist nett zu mir. Hast du nichts zu tun? Der mit dem Blauen nämlich nicht. Ich werde es mir merken. So, was ist mit dem Burschen? Du musst weiter. Naja, okay, das geht auch freundlicher. Schön, dass es dir gut geht. Ja, dich mag ich. Hey Mann, alles klar? Ja, Schade, also ich speichere jetzt, Ich speichere jetzt einfach mal und hoffe, dass mich Polly anspricht, wenn ich bei der Totenkopfinsel bin, sodass ich dann noch zurück kann, noch einmal. Hoffentlich, also weil sonst wäre halt echt schade. Sonst muss ich nochmal den Spielstand laden und es nochmal versuchen. So, da haben wir die Insel. Und die finde ich auch wirklich sehr cool. Aber die will ich jetzt noch nicht erkunden eigentlich. Das ist wieder so eine richtig schöne vulkanische Insel. So. Und in der Theorie kann ich dann nochmal aufbrechen, oder? Ja. Rasier dich! Ach, Polly. Ich stehe jetzt nochmal in den See. Dann, einfach nochmal nach Taranis. Ein Hafen. Da gibt es bestimmt eine Menge zu holen. Ich gehe an Land und sehe mich mal beim Lagerhaus am Hafen um, okay? Na klar. Soll ich dich da abholen? Ja, bitte, mach das. Bis später dann. Okay. Rasier dich! Ach, Polly. Sag mir doch, wo dein Papa ist. Du musst mir noch die Information geben. Du sagst bestimmt auch Takarigua. Und, ja. Immerhin weiß ich, dass es das noch gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie noch alle Aufgaben für meine Crew machen muss. Damit das irgendwie ausgelöst wird. Was soll das hier für ein Hafen sein? Ah, gut, dass du da bist. Ich wollte sowieso gerade gehen. Und? Hast du etwas herausgefunden? Ja. Rumold, der Lagermeister, hat seine ganzen Ersparnisse in einer verschlossenen Kiste in seinem Lagerhaus versteckt. Ach was. Ja. Und ich habe ihm den Schlüssel zur Kiste geklaut. Seinen Schlüssel? Psst, nicht so laut. Hier, nimm ihn. Okay. Aber wie kommen wir an die Kiste heran? Keine Ahnung. Das ist deine Aufgabe. Komm mit. Ei. Ja, toll. Okay. Jetzt habe ich Patty wenigstens wieder abgeholt. Der Rumold, der kann seinen Kram ruhig behalten. Den brauche ich nicht. Was ich aber brauche, ist diese letzte Rüstung. Und ich bin jetzt schon bei der Totenkopfinsel gewesen. Ich meine, sorry, dass ich da wieder abgebrochen bin. Abgehauen bin. Das ist ja ein bisschen antiklimatisch gewesen, aber ja, ich will halt wirklich... Ja, ich rede nochmal hier mit den Leuten. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Ein groß angelegtes Experiment der Magier. Wer weiß, ob es jemals funktioniert, was sich die Magier davon versprechen. Früher waren sie die geistigen Berater des Königs. Doch auch sie konnten ihren König nicht retten. Jetzt, da er tot ist, ist guter Rat wirklich teuer. Ah, was man für Infos wieder kriegt. Nein, der hat nichts zu sagen, auch nicht. Patty, du auch nicht. Bones? Rasier dich! Polly auch nicht. Na gut, okay, dann werde ich nochmal schauen. Ich werde mich da vielleicht nochmal ein bisschen schlau machen, weil ohne die beste Rüstung nochmal aufzubrechen, das wäre unklug. Es kann natürlich sein, dass ich auf der Totenkopfinsel
das irgendwie aktiviere, dass ich die letzte Rüstung kriege, aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass... Also, es war früher bei mir so, dass Polly mir immer weitere Infos gegeben hat, so wie das eben auch war. Und irgendwann hat mir Polly gesagt, auf Takarigua. So, dann habe ich ja diese Höhle da gefunden und dann die Rüstung gehabt. Und dann bin ich aufgebrochen. Ja, deswegen, ich werde nochmal schauen, wie das damit war. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Polly ist lieb. Polly wäre aber noch viel lieber, wenn er mir endlich erzählt, wo die Höhle von Pollys Papa ist. Strand! Ah, Höhle! Mangroven! Ah, Südosten! Ah, Takarigua! Okay, noch einmal langsam. Irgendwo auf Takarigua gibt es eine Höhle. Ah. Am Südoststrand der Insel irgendwo, ja? Ah, Höhle krach! Höhle zu! Okay, also eine eingestürzte Höhle. Und da drin ist dein Papa, ja? Ah, Pollys Papa braucht Hilfe! Ah. Na schön, dann werde ich deine eingestürzte Höhle suchen. Wehe, wenn du mich veräppelst. Ah, Polly lieb! Ah. Pass auf deinen Rücken auf!